Ja, für Europa ist es Zeit, Abschied zu nehmen von einem stolzen Land mit einer einzigartigen Kultur. Time to say goodbye, Britain. Abschied ist ein scharfes Schwert. Oder wie Roger Whittaker sagen würde, Abschied ist ein schweres Schaf. Gerade wir Deutschen hängen sehr an der Insel, haben für die kleinen Schwächen unserer schrulligen Nachbarn große Sympathien. Sie fahren auf der falschen Seite, stehen die Hälfte ihres Lebens in der Schlange, können kein Fußball spielen und sprechen keine Fremdsprachen, außer der eigenen. Was machen wir jetzt bloß im Spanienurlaub, ohne die geplatzten Saufengländer auf unseren Sonnenliegen? Auch das britische Essen wird uns fehlen. Yorkshire-Pudding, gebratene Blutwurstscheiben und geräucherter Schellfisch. Schön dick, mit Pfefferminzsoße überzogen. Und das Ganze schon zum Frühstück. Lecker, das könnte ich immer essen. Übrigens, der wichtigste Feiertag der Engländer ist der 13. Februar, der Pancake Day. Da werden sämtliche Süßigkeiten im Haus verrührt und sofort gegessen. Na, auch Bock drauf? Wie wird er denn nun eigentlich ausfallen, der Brexit? Hart oder doch eher weich? Meine Prognose, medium rare. Aber wie könnte Theresa May jetzt in die Brexit-Verhandlungen gehen? Mein Tipp, sie sollte versuchen, Maggie Thatcher als eiserne Lady zu beerben. Thatcher hatte sich ja bekanntlich durch die Rückeroberung der Falklandinseln Respekt verschafft. Da könnte May die Europäer doch unter Druck setzen, indem sie einfach mal Helgoland bombardiert. Versteht, England braucht einen radikalen Neuanfang. Aber wer kann die stolze Nation aus der Krise führen? Bernie Ecclestone ist zwar schon etwas älter, hat aber jede Menge Erfahrung nach seinem Ausstieg aus der Formel 1 Zeit wie Heu. Um es mit Udo Jürgens zu sagen, mit 86 Jahren, da fängt das Leben an. Aber auch andere heilige Kühe dürfen nicht länger tabu sein. Was zum Beispiel ist mit den Windsors? Eine zeitgemäße Lösung für das Königshaus könnten die Beckhams sein. Victoria wird als neue Queen installiert, mit David als debilen Prinzgemahl. Zum Schluss ein Blick in die Zukunft. Wenn Großbritannien raus ist aus der EU, welches Land geht als nächstes? Kommt nach dem Brexit aus London, dann aus Prag der Checkout? Oder aus Helsinki der Finnisch und aus Rom der Italief? Kommt aus Kopenhagen dann vielleicht das Dänemark nicht mehr? In Hamburg sagt man jedenfalls Tschüss. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen guten Abend.